Ja, Hallihallöchen, unsere 123 Abonnenten. Hier ist der Johnny mal wieder mit einem Video in wunderschöner K-Qualität. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Thüringen, das heute nicht so schön ist, wo man hier echt eine riesen Aussicht hat. Und zwar wollte ich eigentlich das Video nicht so ganz lange machen, weil ich auch nicht groß um den heißen Brei herumreden möchte. Und zwar möchte ich gerne, damit ich ein bisschen Stoff für Vlogs habe, von euch Fragen bekommen. Und zwar nicht irgendwelche Fragen, sondern Fragen zu mir, über mich. Egal was, ihr fragt, ihr dürft fragen, was ihr möchtet. Da gibt es absolut keine Tabus, weil, ja, wenn keiner fragt, muss ich mir die Fragen selber raussuchen. Und ich bin ein tierisch fauler Mensch. Dieses Video jetzt gerade mache ich zum Beispiel aus totaler Langeweile, weil ich meine Freundin mit in die Schule begleitet habe. Aber der Rektor leider nicht will, dass ich heute schon am Unterricht teilnehme. Habe ich mir ein wunderschönes Buch mitgenommen habe und jetzt, wir haben es gerade 10 Uhr, noch 3 Stunden warten darf. Wie dem auch sei, wie gesagt, ich würde es liebend gerne ein Tagged-Video machen. Ich fände es saugeil, wenn mich eventuell jemand taggen würde oder mir einfach Fragen stellt, damit ich anfangen kann, randomly andere Leute zu taggen. Da ich aber keine Leute kenne, werde ich wahrscheinlich einfach immer wieder mich selber taggen und immer wieder dieselben Fragen beantworten. Juhey. Nein, so ist es nicht. Sondern es ist eine unglaublich lange Straße. Sondern. Wie gesagt, fragt einfach Lieblingsessen, Lieblings-TV-Serie, Lieblings-Videospiel, Lieblings-Porno, Lieblings-Horrorfilm, Lieblings-Dramafilm. Ich gucke keine Dramafilme. Ja, das war es soweit eigentlich bezüglich dieses Themas. Dann sonst noch, ja, es sind noch nicht so viele Videos auf dem Kanal. Das liegt daran, dass es eine ganz schön schleichende Prozedur ist. Wir brauchen noch ein Intro, beziehungsweise hier die anderen beiden, der Mr. Mikey und der Mad Max, die brauchen noch ein Intro. Für mich als Vlogger sind Intros jetzt nicht so wichtig. Ja, was noch an Projekten, die ich habe in Bezug auf Vlogs, ist halt jetzt einmal diese Tag-Sache. Und dann will ich gucken, nicht unbedingt regelmäßig, das kann ich euch noch nicht versprechen. Oder dir, keine Ahnung, wenn sich das hier alles anguckt. Aber auf jeden Fall. Ja, ich habe mal wieder den Faden verloren. Da ist er, perfekt. Also, nicht nur das Tag-Video, sondern auch zum Beispiel mal ein paar Infovideos, was auf dem Kanal so abgeht, was ich so mache. Ich bin jetzt im Moment zum Beispiel für eine Woche hier im Urlaub, um mir die wunderschöne Landschaft hier anzugucken. Nein, natürlich nicht, um meine Freunde zu besuchen und ihr wisst Bescheid. Und tatsächlich, um vielleicht doch auch mal ein bisschen hier am Unterricht teilzunehmen, am Wochenende vielleicht mit ihr ein bisschen zu feiern, wer weiß, mal schauen. Ich werde sie nicht jeden Tag in die Schule begleiten, vielleicht mache ich auch noch mehr Vlogs dann von ihr zu Hause aus quasi, wo ich dann direkt am Laptop sitze und die Videos auch alle hochladen kann, wo ich das von Mandy auch machen könnte. Und wenn es sein muss, lese ich halt hier weiter dieses Buch Schleichwerbung. Und ich komme natürlich mal wieder vom Weg ab. Ja, Informationsvideos über mich, was ich so mache, wer ich so bin, dass er mich ein bisschen kennenlernt. Deshalb auch die ganze Tag-Scheiße, wo es gar keine Scheiße ist. Es ist eigentlich echt ganz unterhaltsam. Oder zum Beispiel, ihr könnt mir eure Oder-Fragen stellen. Dann mache ich halt ein Oder-Tag-Video. Zum Beispiel Chesterfield oder Lucky Strike. Wodka oder Wodka E oder Wodka O. Wodka Ü, Wodka I, Wodka B, C, keine Ahnung, was es da alles gibt. Dann noch Informationsvideos über Weltgeschehen, zum Beispiel Deutschland. Worüber ich mich auf jeden Fall in einem Video sehr gerne mal aufregen möchte, ist die Idee einer Partei in Deutschland im Landtag jeden deutschen Staatsbürger dazu zu zwingen, Asylanten bei sich zu Hause aufzunehmen und diese dann vom eigenen Unterhalt, so wie es scheint, zu ernähren. Und ich bin, weiß Gott, nun kein Rassist, aber muss es wirklich sein, dass wir dazu gezwungen werden, wildfremde Menschen bei uns zu Hause aufzunehmen? Ja, dazu kommt auf jeden Fall noch meine Meinung in einem Video.
was ich vielleicht ein bisschen länger machen werde als jetzt hier die paar Minuten. Und ja, das war's soweit. Eigentlich. Und was will ich noch machen? Ja, vielleicht, wenn ich irgendwas finde, was mein Laptop auch geschissen kriegt, dann vielleicht auch ein paar Videospiele doch. Aber nicht überwiegend, weil überwiegend bin ich ja der Vlogger hier. Ich muss mich mal so ins Licht stellen. So, und bin halt dazu da, um zu vloggen. Ja, was ich auch noch machen möchte, ist Reviews von Filmen, Trailern, Videospielen, allem Möglichen. Allerdings kann ich noch nicht sagen, wann das sein wird. Das ist auf unbestimmte Zeit, irgendwann in der ganzen Zeit, vielleicht vergesse ich das auch, dann gucke ich mir hier das Video nochmal an. Und ja, das war's soweit von mir. Ich setze mich jetzt hin, rauche Zigaretten und lese weiter SS in Creed for Säcken verlassen. Ein sehr schönes Buch übrigens. Wunderschön geschrieben von Oliver Bowden. Ja, danke fürs Reinschauen auf jeden Fall. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, nicht. Kannst mir auch einen Daumen runter geben, wenn es dir nicht gefallen hat. Aber dann schreib mir einen Kommentar, was du scheiße fandest. Was ich besser machen kann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Guck.